Hi Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Werkfeuerwehr Simulator 2014. Wir haben im Moment schon 350 Punkte als Hauptfeuerwehrmann gesammelt und ja, wir sind jetzt seit der letzten Schicht Hauptfeuerwehrmann und haben jetzt schon 15 Spieltage hinter uns und davon jetzt wieder 3 unfallfreie Tage. Und ich würde sagen, ja, wir laden den Spielstand wieder. So, wir kriegen heute wieder den Wechsellader Florian 7 zuteil. Letztes Mal haben wir zweimal, ja, Öl, ausgelaufenes Öl mit Bindemittel aufgenommen. Mal gucken, was diese Schicht so kommt. Vielleicht auch mal was, wo wir irgendwie was zum Abpumpen, die alles zum Abpumpen brauchen oder mal den Geigerzähler. Mal schauen, was halt so heute alles ansteht, was heute so vorfällt. Unser Fahrzeug können wir aus Langeweile eventuell mal waschen. Vielleicht ist es auch heute mal irgendwie beschädigt, was wir dann mal wieder mal haben. Das war bis jetzt einmal, glaube ich, das beschädigte, aber nicht öfters. Es ist vorgekommen. Mal schauen wir doch einfach mal, wenn es jetzt gleich geladen hat und wir zu unserem Fahrzeug gehen können. Da ich gleich noch einen wichtigen Termin habe, nur das Wichtigste in Kürze. Heute überlasse ich dir unser Wechselladerfahrzeug. Was ist ein Zufall? Na, Ruhe hier. Ich will jetzt kein Gelächter hören. Ja, ja, seid mal leise hier. Hallo? Hallo? Kein Gelächter? Habt ihr es nicht gehört oder was? Ihr Chef hat doch gesagt, kein Gelächter. Oh, hallo? Wie jetzt doch gelacht ich. Ja, es geht gut. Oh, heute ganz schlechtes Wetter. Regen haben wir. Naja, gut, okay. Alles wird dann noch gecheckt, na klar. Und das war es auch schon. Alle Mann ab in die Arbeit und passt auf euch auf. Okay, dann machen wir uns mal ans Schaffen. So, ab zum Fahrzeug. 15 Minuten hat die Besprechung gedauert. Und jetzt gehen wir mal runter. So, und schön wieder hier die Treppen im Kreis laufen. Perfekt die Ideallinie genommen. Und wir sprinten perfekt zum Fahrzeug. Heute müssen wir nicht unbedingt raus, oder? Boah, bei dem Wetter. So, deswegen machen wir den Fahrzeugcheck auch hier drinnen und... Na gut, gereinigt. Dann muss da nichts unbedingt... Naja. Also gereinigt muss da nichts werden, ne. So, Lichtcheck. Blinker checken. Blinker funktionieren. Es fehlt noch Hupe. Licht geht auch. Noch den Abrollcontainer mal runterlassen. Das geht auch. Aber jetzt können wir es nicht abbrechen. Das heißt, wir müssen es jetzt einmal komplett uns anschauen. Und dann, ja, haben wir freie Zeit bis zum nächsten Einsatz. So. So, er lädt wieder auf, da müssen wir eh nichts nachfüllen bei dem Fahrzeug. Diesel ist wahrscheinlich eh noch genug im Tank. Wir sind jetzt noch nicht so viel gefahren und das heißt für uns, wir haben jetzt erstmal wahrscheinlich eh bis zur Mittagszeit freie Zeit zur Verfügung. Moin. Naja, ich meine, hier sind wir eigentlich noch nie lang gelaufen, ne? Wir sind hier nur lang gefahren bis jetzt immer. Aber gelaufen sind wir bis jetzt hier noch nicht. Kann man draußen das Licht auch anschalten? Hm, nee, gibt's keinen Lichtschalter. Hier drin, aber für draußen, da muss man das Licht irgendwie anders anschalten. Ja, aber ich kenne auch keinen, der sein, naja doch, es gibt bestimmt, aber ich kenne es eigentlich nicht, dass man seinen Lichtschalter nach draußen macht, habe ich zumindest noch nicht erlebt. Oh, natürlich ist die Tür wieder zu, dann müssen wir nochmal durch den Regen laufen, da hinten blitzt und donnert. Oh. Kann man hier eigentlich noch was anderes irgendwie nehmen? Da unten stehen auch so Fässer, das sind noch Bindemittel zum Nachfüllen. Es wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn irgendwie das Bindemittel nach einer Zeit leer gehen würde und so oder so, weil es ja auch nicht unendlich lang hält. Also das wäre eigentlich ganz cool. Was, da kann man was nehmen? Was, den Hochdruckreiniger wo? Da. Das heißt, wir können auch von hier einen Hochdruckreiniger nehmen. Okay, gut zu wissen. Aber dass man irgendwie mal so, oder wenn man das Fass irgendwie benutzt hätte, das wäre natürlich, das sind noch coole Sachen, was man hier machen könnte, irgendwie wenn Bindemittel leer ist, also das Bindemittel nach einer Zeit leer ist, dass man es dann auffüllen muss, oder da oben so Fässer halt, ja, benutzen muss irgendwie, also dass man die wieder nach, beim Wechsellader nach, dingsen muss, wenn man die jetzt einmal benutzt hat halt und da irgendwas drin ist, dass man dann wieder neue nimmt, hier Feuerlöcher können wir uns hier natürlich nehmen, ja. Und halt hier die neuen Flaschen. So. Die Tür war abgeschlossen. Die hier ist auf. Hier ist ein einfach freier Raum, der noch nicht genutzt wird. So. Ja, was guckst du, was guckst du? So.
Haben wir eigentlich hier irgendwas? Das ist zu. Ach, hier ist auch unser Büroraum, ne? Haben wir jetzt auch. Jetzt sollten wir eigentlich Florian 5 und 6 noch als Foto haben. Jetzt haben wir Florian 6 als Foto. Gut, das gleiche wie Florian 5 wahrscheinlich. Kommt nichts anderes. So, du hast anscheinend nur das TLF bis jetzt abgeschlossen. Florian 4. So. Wir haben dich gefunden. So, jetzt stell dich. Ja, wie eng sind. Jetzt rede. Oder du wirst weiter geblendet. So. Bei der Polizei so. Rede jetzt oder wir blenden dich weiterhin. Das nervt auch. Ah, das tut schon in den Augen weh, wenn man wirklich so geblendet wird. Das nervt schon. So. Scheibe einschlagen. Wir müssen schon aus dem Gebäude raus. Es brennt. Ob das auch mal passiert, dass die Feuerwache brennt? Glaube ich nicht. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Kann natürlich auch vorkommen, deswegen. So, was haben wir hier? Büro. Leitstand war da. Ja, jetzt haben wir schon 15.30 Uhr und kein Öl ausgelaufen. Was ist denn da los? Hallo. Will jetzt hier nicht mal irgendeiner sein Öl vom Fahrzeug auslaufen lassen? Irgendwelche. Ah, da kommt er mit. Oh, jetzt ist doch wieder Öl ausgelaufen. Wir müssen aber mit Alarmfahrt fahren, ne? Alarm. Metallverarbeitung. Wir fahren mal links lang. Ah, nee, wir dürfen uns ja keinen. Wir haben ja nicht unendlich Zeit, stimmt ja. Metallverarbeitung ist aber ganz. Metallverarbeitung ist ja nicht ganz unten. So. Kommen wir auch hier hinten. Wir fahren jetzt hier einfach gerade rüber. Dann kommen wir da links gleich auf die Ringstraße raus. So. Hier ist die Straße. Und dann gleich rechts da. So, Ampel ist grün. Perfekt. Alle Ampeln auf grün gestellt in unsere Fahrtrichtung. Sowas gibt es ja echt, dass die Feuerwehr so eine festgelegte Route dann irgendwie lang fährt. Und dann, beziehungsweise wenn sie dann so eine Route bestimmt haben, dann kann der Leitstand irgendwie alle Ampeln dann auf der Route auf grün stellen für die Feuerwehr, damit die dann einfach direkt da durchfahren kann. Und dann, damit es auch keine Gefährdung darstellt, wenn die über die Ampel fahren. Weil, ja, es kann ja passieren, dass einer die Sirenen nicht hört, der dann, also die Feuer muss über eine rote Kreuzung fahren, also eine Ampel, wo die Kreuzung kommt, wo die Ampeln rot sind. Und dann, ja, sind aber die Ampeln halt in, da wo die Feuerwehr fährt, dann werden die aber vom Leitstand irgendwie grün geschaltet. Weil wenn das nicht ist, dann muss die Feuerwehr da langsamer drüber fahren, weil es von rechts oder links sein kann, dass einer nicht das Martinshorn hört. Und dann, ja, halt nicht aufpasst und dann voll in die Feuerwehr reinrast. Die Unfälle gab es ja auch schon, da fährt die Feuerwehr zum Unfall oder auch der Rettungsdienst fährt zum Einsatz und dann wird er selber noch in den Einsatz verwickelt. So, da unten brennt es, also fahren wir bis nach ganz, ganz unten. Lass uns hier reinfahren, jetzt ist zu spät, scheiße. Ja, ich hoffe, wir kommen pünktlich. Es wird sau knapp, es wird sau knapp. Ich habe ja gesagt, um nach ganz unten zu fahren, brauchen wir die längste Zeit. Das ist sau scheiße knapp. Und dann sollte man sich sowas eigentlich nicht erlauben. Das ist so scheiße knapp, dahin zu kommen. Wir haben noch 50 Sekunden. Da steht man schon unter Druck. Also besonders mit dem Fahrzeug, das fährt noch 20 km langsamer als die TLFs. So, aber es sollte eigentlich noch klappen. Wir fahren da vorne rein. Scheiße, ey. So, die nächste hier rechts, dann nach der Kurve. Boah, wir fahren jetzt hier rein ins Werksgelände, so. 30 Sekunden bis zum Ölfleck. Wir haben noch 30 Sekunden, um den Ölfleck zu erreichen. Er könnte sich dann noch weiter ausgebreitet haben und zu einer Gefährdung der Menschheit werden. Scheiße. Ah, fuck. Der Ölfleck. Wir müssen schnell zum Ölfleck. Ach du Scheiße. Wow. Scheiße. 10 Sekunden noch. Rechtzeitig angekommen. Das hätte ja sehr schlecht enden können, wenn wir 20 Sekunden später angekommen wären. Oh Mann. Da ist noch rechtzeitig gekommen, der Praktikant ist auch noch dabei. So, System wird abgeladen. So, und dann, ja. Da ist der Übeltäter, wegen dir mussten wir jetzt extra hier runter. So, einmal bis nach ganz unten gerast mit dem Wechsellader. Spannend war's. So, und hier müssen wir brauchen jetzt das Bindemittel, genau. Und wenn es jetzt leer wäre, dann, wir sehen gerade sowas von super viel.
Wir hätten das Fahrzeug irgendwie hier drauf ausrichten sollen. Wir sehen nämlich gerade so viel. Boah, sehen wir viel. Das ist ja gerade unglaublich. Das ist ein Scheiß. Wir sehen gar nichts. Wir sind noch fast fertig. So, da noch ein bisschen. So, mit dem Besen aufkehren. Oh, ja, guckt mal hier den Unterschied ohne Taschenlampe mit Taschenlampe. Also Taschenlampe ist hier sowas von geil, dass man die benutzen kann. Das ist so bam. Das ist saugeil, die Idee mit der Taschenlampe, weil es hier echt stockdunkel ist. Also wie gut, okay, es geht natürlich, das ist nicht wirklich so extrem dunkel, aber es ist schon richtig, richtig dunkel. Und dann merkt man den Unterschied zu mit oder ohne Taschenlampe. Damit sie irgendwas suchen müssten, stelle ich mal so vor. Das sieht man viel schlechter. Ach, Slenderman. Müssen wir hier, nach Slenderman, jetzt müssen wir hier Zettel am Baum suchen. Mit dem Besen sie abkratzen. So, da ist ein Zettel. Der Slenderman ist da. Na, okay. So, jetzt aber zurück zum Fahrzeug. Genug rumgespielt. Jetzt aber wieder dem wahren Dienstalltag widmen und lieber mal das blaue Licht ausschalten. Mit G packen wir das, den Besen weg und jetzt steigen wir wieder ein. Das kann aus und wir fahren das System wieder ein. Und wird ja auch gesehen werden, machen wir nochmal kurz den Warnblinker. Hat der Container auch irgendwelche Lichter? Ne, der hat keine Lichter, der hat nur diese... Aber ich meine, es hat keine Rückleuchten oder so. Der hat nur Blaulicht und Warnblinker. So, wir fahren jetzt einfach quer, aber es ist gut, dass wir da so quer rüber konnten. Haben uns natürlich ein oder andere Mal haben uns leider halt gedreht und das hat uns natürlich auch Zeit gekostet. Aber gut, wir sind ja noch rechtzeitig gekommen. Es ist aber auch echt dunkel hier jetzt, wenn es so Regen. Also wenn es wenn jetzt einfach schönes Wetter am Tag war und also generell immer noch schönes Wetter hier ist, dann ist die Nacht auch, glaube ich, irgendwie heller. Aber wenn es so regnet, dann merkt man schon hier, wenn wir Scheinwerfer an oder aus haben. Okay, jetzt haben wir sie gerade angeschaltet, so total helles Licht wegen dem Blitz, aber wenn man sie an oder aus hat, das merkt man schon einen Unterschied. So, deswegen lassen wir die auch an und fahren zurück zur Wache. Umweltschutz 112, das kann man auch gar nicht überleben, also wissen sie, was sie hier anrufen müssen. So, ich gehe mal von einem noch weiteren Einsatz aus, aber ich hoffe nicht, dass wir wieder Öl aufnehmen müssen. Das wäre natürlich mal schön, wenn wir was anderes machen könnten, aber gut, mal schauen, was so passiert. Also Bränden ist halt schon ein bisschen mehr Abwechslung dabei, weil halt einfach Ölfleck ist ja halt immer das gleiche, nur es halt woanders ist, aber bei Bränden, da gibt es natürlich verschiedene Sachen von Bränden, da brennt mal was, brennt mal das, ein Tank oder so. Man muss natürlich immer auch dann unterschiedlich aufpassen, man kommt halt drauf an, was man löscht. Da ist halt natürlich bei Bränden ein bisschen mehr Abwechslung dabei, da ist natürlich so ein Fazit, dann wenn man nur Öl aufsammeln kann und sowas, ist natürlich dann schon ein bisschen eintöniger, aber gut. Deswegen haben sie auch gemacht, dass man hier nicht so lange auf dem Rang ist und mit dem Fahrzeug unterwegs ist. Das war gerade knapp. Ja, deswegen müssen wir auch nur 650 Punkte wahrscheinlich sammeln. Oh, Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Aber wir müssen hier auch rechts. Ja, haben wir den gleichen Weg gewählt. Achso, der musste abladen. So. Die Holzhütte da links auch mal bringen. Und ab. Jetzt haben wir Transporter mit Chemikalien ausgelaufen. Papierfabrik, okay, das ist ganz. Nein, scheiß Laternenfall. Aber das war die Ampel. Okay, also ja, das ist dann die zweite Sache. Gehe ich mal aus, dass mehr wahrscheinlich nicht hier. Oh, was haben wir da noch? Florian 8, das ist mit Drehleiter, der Fahrzeug ist begleitet anscheinend immer den Wechsellader bei so Chemikalien einsetzen. Florian 4 ist auch noch dabei. Ich gehe mal einfach davon aus, dass. Wow, Florian 1 fährt noch vor uns. Achtung. Ich gehe einfach mal davon aus, dass. Ja, das mit dem Öl und dieses Chemikalien abpumpen, so. Oh, ich sehe nichts, man sieht nichts. Scheiße, da. Die blenden von hinten zu stark, deswegen sehen wir nichts. Wahrscheinlich durch die Scheibe, die blenden uns jetzt hier rein, anscheinend leuchten hier alles an. Ja. Da vorne ist es auch schon die Papierfabrik. Oder ist ja nicht so weit. Ja, das ist so mit dem Aufnehmen von dem Zeug und noch das. Das Öl halt. Und mit dem Bindemittel das Öl aufnehmen. Also Chemikalien aufnehmen aus dem ausgelaufenen Dings. Da ist es. Er hat sein Fass verloren, ey. So, also einmal dahin fahren. Chemikalien, keiner weiß was für Chemikalien. Und sie sind dangerous. Sie sind dangerous. Ah, okay.
okay, ich sollte vielleicht Deutsch reden. Deutsch reden. Ja, das ist echt cool, die sind sogar gefährlich. Also, ihr könnt ja mal gucken. Radioactive vielleicht. Radioactive, radioactive. Radioactive Chemikalien. Radioactive, oh, radioaktive Chemikalien. So, wir nehmen natürlich unseren Schutzanzug mit unseren gelben Handschuhen. Damit uns nichts passieren kann, wir können durch die Chemikalien durchlaufen. Alles ist in Ordnung, kein Geigerzähler nötig. Oh, da drüben sind aber auch alle dabei. Rettungswagen, falls wir uns verletzen sollten. Ah, nee, den Schutzanzug sollten wir vielleicht nicht ablegen. So. Dann holen wir doch einmal die Pumpe. Und stellen das ganze Ding da hin. So, einmal F. Und der pumpt. Da müsste man irgendwie eigentlich noch das andere Fass hinstellen. So, also hierzu braucht man einen Schutzanzug natürlich. Und ja, das ist also der zweite Art von Einsatz, die man noch bekommen kann. Sicher abgepumpt, wir können das Fass wieder nehmen und zurück in unseren Anhänger stellen. Genau, freier Funk. Wir fehlen jetzt noch 300 Punkte zum Aufstieg. Die kriegen wir oft garantiert dann im nächsten Teil. Jetzt haben wir hier gerade den Tankdeck drin. Nee, wollten wir nicht aufmachen. Wir müssen erstmal den Atemanzug wieder ablegen. So, der gefährliche Stoff ist natürlich jetzt hier hinten im Fahrzeug drin. Es wäre natürlich jetzt auch nicht schlecht, wenn wir den jetzt irgendwie noch auf der Wache dann abliefern müssten. Also aus irgendwie in die Werkstatt bringen sollten oder irgendwo anders. So einen speziellen Aufbewahrungsraum oder sowas wäre natürlich auch nicht schlecht. So, aber jetzt geht's zurück zur Wache. Wir haben 8 Uhr morgens, unsere Dienstzeit ist nun vorbei. Wir fahren zurück und melden unsere Schicht ab. Würde ich sagen, so, einmal elegant drehen. Das war aber auch gar nicht so ein schlechter Einsatz. Und es war nicht radioactive. Also kein radioaktiver Stoff. Ich gehe mal von aus, radioactive heißt radioaktiv. Weil das, ja, das bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So. In der Schule halte ich jetzt noch nicht als Vokabel radioactive, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, aber das kann man ja so ableiten, so aus dem Kontext verstehen, so wie man es ja auch lernt, ne? Aus dem Kontext ableiten, so mit Deutsch in Verbindung, also radioaktiv, radioactive, passt das ja. So, lassen wir das Licht einfach mal an. Schadet ja nicht. So, ob wir den Transporter da vorne noch überholen, bevor wir rechts abbiegen? Ja, den überholen wir noch, garantiert. So, mal rechts vorbeiziehen. Obwohl man ja rechts nicht überholen soll, aber der fährt ja auch auf der falschen Seite, dann können wir ja nichts dafür. So, blinken wir schon mal. Wir müssen nämlich gleich hier rechts, also einmal abbremsen. So, oh, wer ist denn hier lang gedriftet? So, das war perfekt in die Kurve gefahren, so soll es eigentlich sein. So, jetzt fahre ich mal mit Joystick. So kann man natürlich viel entspannter um die Kurven fahren, also da muss man so nicht die ganze Zeit, also immer so einzeln drücken. Wenn man halt so eine scharfe Kurve fährt, also beziehungsweise eine leichte Kurve, nicht immer so drücken so. Sondern man kann so in einem so leicht da rumlenken, wie als ob man so ein Lenkrad hätte. So, einmal anhalten, aussteigen und hier alles noch beleuchten. So, damit wir auch sehen, wo wir hin müssen. Schicht abmelden, dann Schichttest hier. Wende, 300 Punkte fehlen uns noch, wir speichern gerade. Und da war es das von dieser Schicht. Es war ja ein bisschen Abwechslung heute dabei. Wir haben zwei Arten von Einsätzen, zwei unterschiedliche Einsätze gehabt. Mal schauen, ich hoffe, die nächste Schicht wird dann nochmal genauso werden. Und da war es das von diesem Teil. Danke fürs Zuschauen, haut rein, euer Leingemeins. Ciao!